Gott in allen Dingen finden. Dazu möchte ich dir gerne etwas erzählen. Ich bin nun am Ende meines abenteuerlichen Lebens angelangt und ich kann dir sagen, dass ich Gott jedes Mal finde, wenn ich ihn finden will. Wie das passiert ist? Siehst du diesen jungen Mann hier? Ein echter spanischer Macho. Das bin ich. Meine Geschichte beginnt mit dem Moment, in dem ich fast meine Beine verlor. Dort, auf dem Schlachtfeld, begann zu meiner eigenen Überraschung mein Abenteuer mit Jesus. Ein Jahr habe ich dort gelegen. Zunächst nur mit einem einzigen Ziel vor Augen, mein Leben als Ritter so schnell wie möglich wieder aufzunehmen. Bis ich langsam entdeckte, dass Gott noch andere Dinge für mich in petto hatte. Ich habe damals tagsüber viel geträumt, was hätte ich anderes tun können? Über eine einflussreiche Frau und darüber, wie ich sie mit Heldentaten erobern würde. Wie gerne hätte ich darüber ein paar Ritterromane gelesen. Aber was ich bekam, war ein Buch über das Leben Jesu und eine Sammlung von Geschichten über Heilige, also über Menschen, die Jesus auf besondere Weise nachgefolgt waren. Es hat mich überrascht, dass ich auch davon zu träumen begann. Dann stellte ich mir vor, wie ich genauso große Taten wie die Heiligen vollbringen würde und dass ich noch mehr für Gott tun würde als all diese Männer und Frauen zusammen. So in meinen Fantasien vertieft, machte ich eine besondere Entdeckung. Jedes Mal, wenn ich über mein wildes Leben als Ritter nachdachte, fühlte ich mich zunächst voller Energie, aber anschließend wurde ich träge und müde. Wenn ich jedoch an die großen Heldentaten dachte, die ich für Gott vollbringen würde, war ich ebenso begeistert, aber diese Begeisterung blieb und ich erfuhr darin eine tiefe Freude. Ein bemerkenswerter Unterschied. Er erwies sich als ein erster Wegweiser, um Gott in meinem Alltag zu finden. Ich sehnte mich immer mehr danach, mein Leben radikal Gott zu widmen. Das bedeutete für mich, das Rittertum hinter mir zu lassen. Ich beschloss, als Pilger nach Jerusalem zu gehen, weil ich dort sein wollte, wo mein neuer Freund Jesus gewesen war. Bei diesem Gedanken empfand ich eine große Freude, was für mich ein Zeichen dafür war, dass ich auf dem richtigen Weg war. Als ich gerade auf dem Weg war, geriet ich mit einem Moslem aneinander. Was er über Maria, die Mutter Jesu, sagte, verletzte mich und berührte mich zutiefst. Er fuhr weiter und ich begann zu zweifeln. Ich dachte, er hätte Maria beleidigt. Hätte ich ihn mit meinem Dolch angreifen sollen? Das hätte ich früher so getan, aber vielleicht passte es nicht zu meinem neuen Leben. Ich wusste es nicht. Ich beschloss, die Zügel loszulassen, sodass mein Esel die Entscheidung fällen konnte. So entdeckte ich zu meiner eigenen Überraschung, dass ich mich jemandem außerhalb meiner selbst anvertrauen konnte. Ich bin nicht allein. Später, als ich besser wusste, wer Gott ist und wie ich ihn finden kann, ließ ich nicht meinen Esel entscheiden, sondern Gott selbst. Ich reiste weiter in die spanische Stadt Manresa, wo ich viele neue Erkenntnisse gewann. In meinem Herzen war ich immer noch ein Macho, der Gott so verführen wollte, wie ich die Frauen erobert hatte. Hatte ein Heiliger 5 Stunden lang gekniet und gebetet, dann kniete ich 7 Stunden. Ein anderes Mal beschloss ich, eine Woche lang nichts zu essen oder zu trinken. Ich habe blind das Verhalten aller Heiligen zugleich nachgeahmt und das hat mich todunglücklich gemacht. Es hat mich so verzweifelt gemacht, dass ich darüber nachdachte, mein Leben zu beenden. Das war sicherlich nicht Gottes Absicht gewesen. Offensichtlich war dieses Leben nicht, was Gott von mir verlangte. Damals entdeckte ich, dass Gott mich einlud, ihn auf eine ganz persönliche Weise zu sehen. Es war, als würden sich meine Augen langsam öffnen. Nach und nach entdeckte ich, wie ich Gott finden konnte, indem ich auf meine tiefsten Gefühle hörte. Hier war die Freundschaft mit Jesus eine große Hilfe. Jeden Tag übte ich mich darin, mit den Geschichten Jesu zu beten. Ich habe genau darauf geachtet, was in meinem Herzen vor sich ging. Wozu lädt er mich ein?
Auf diese Weise lernte ich zu unterscheiden, wie ich mein Leben besser gestalten und Gott leichter finden konnte. Ein Jahr später machte ich die Überfahrt nach Jerusalem per Schiff. Endlich! Immer und immer wieder besuchte ich die Orte, an denen Jesus gewesen war. Was hätte ich mir mehr wünschen können? Ich stand auf dem Boden, wo mein Freund Jesus stand, und atmete die Luft, die er geatmet hatte. Für die Rückreise fuhr ich noch einmal zum Ölberg. Hier war Jesus in den Himmel aufgefahren. Da es verboten war, ohne Führer dorthin zu gehen, musste ich die Wache bestechen. Ich wollte an dem Ort beten, an dem Jesus zum letzten Mal gestanden hatte. Als mir klar wurde, dass ich nicht wusste, in welche Richtung Jesus bei seiner Himmelfahrt aufschaute, ging ich zurück. Ich wollte die kleinsten Details über Jesus wissen. Mir war jetzt klar, dass sich alles, aber auch alles um ihn dreht. Während ich wie ein Verbrecher durch die Stadt geführt wurde, war viel Freude in meinem Herzen und ich spürte Jesus in meiner Nähe. Zurück in Europa begann ich ein Studium. Ich war zu der Einsicht gelangt, dass man nicht nur sein Herz, sondern auch seinen Kopf einsetzen musste, um Gott zu finden. In Paris freundete ich mich mit 6 Kommilitonen an, mit denen ich später den Jesuitenorden gründen sollte. Mit ihnen machte ich eine weitere Entdeckung. Man kann Gott finden, indem man sich für andere einsetzt. Tatsächlich kann man ihn in allen Dingen finden. Wir kümmerten uns um die Armen und halfen vielen, Gott in ihrem Alltag zu finden. Es ist unglaublich, was diese Kanonenkugel bewirkt hat. Ein Macho, der einen religiösen Orden gegründet hat. Was für eine Bekehrung. Und doch ist dies keine Ausnahme, ganz und gar nicht. Auch du kannst lernen, Gottes Stimme in den Gefühlen und Sehnsüchten zu erkennen, die bereits in dir leben. Dort lädt Gott dich zu einem Leben in großer Freude und tiefer Liebe zu dir selbst und zu deinen Mitmenschen ein. Es liegt an dir, auf dieser Grundlage deine eigenen Entscheidungen zu treffen. Es gibt viele Wege, Gott zu finden. Finde ihn unter jungen Menschen, die auf eine sinnvolle Zukunft hoffen. Lausche, wie die Erde ächzt und sich nach Heilung sehnt. Siehe die unzähligen Armen, Flüchtlinge und Ausgestoßenen, die sich nach Gerechtigkeit sehnen. Gott lädt auch dich ein, ihn zu suchen und in allen Dingen zu finden. Zu welcher Bekehrung, zu welcher Wende lädt er dich ein?